Los geht's. Jetzt habe ich kein Licht, aber Moin. Ich denke, das passt. Ja, man sieht dich. Ja, schreibt gerne, ob der Ton gut ist und in der Zeit erzählen wir, was hier Neues gibt aus der Mahnwache. Ja, moin, wir haben jetzt den 2.2. Die Räumung unserer Mahnwache ist abgewehrt. Es sind heute wieder etliche Leute hinzugekommen, was mich wirklich faszinierend. Ich habe kaum Worte dafür. Ihr seid alle klasse, ihr seid verrückt. Es ne? haben sich auch noch mehrere Leute angekündigt, die kommen wollen. Ihr seid zahlreich, ihr seid hier. Genial. Ich möchte aber auch darauf hinweisen, wenn ihr herkommt, kommt zu beiden Mann. Ne? Es geht nicht mehr um irgendwelche persönlichen Befindlichkeiten, die stehen außen vor. Kommt zu beiden Mahnwachen, kommt zahlreich, wir brauchen euch. Ja, und wenn es euch dort nicht passt, könnt ihr hierher kommen, wenn es bei uns nicht passt, könnt ihr drüber gehen. Ja, ist doch schön, wenn man die Auswahl hat. Gute Einstellung. Ja, das Geschäft. Ja, nee, aber ernsthaft. Unterstützt auch die da hinten. Die stehen im Endeffekt auch für denselben Zweck da. Auch wenn die Methoden andere sind. Ne? Wir stehen für dieselbe Sache. Genau. Wir sind hier halt ein bisschen unprofessionell mit unseren schnell gesprühten Bannern und Plakaten. Aber ich sag mal so. Was anderes zählt. Der wilde zählt. Genau, ja. Wir sind hier Menschen, wir alle sind das Volk und da kann man eben nicht irgendwie die große Finanzierung erwarten oder hier Schilder bedrucken für richtig viel Geld. Das braucht man auch nicht, weil die Aussage, denke ich, ist klar. Und ja. Also ich möchte mich bei allen bedanken, die im Livestream von gestern überall geteilt haben, denn das hat schon eine Welle ausgelöst. Deswegen sind heute viele Menschen hier vor Ort und das ist wirklich ein Wunder. Da sind Menschen auch unterwegs hierhin aus allen Teilen Deutschlands, ja. So. Und das ist wirklich wir brauchen euch. Ein Dank an euch. Vielen Dank. Und teilt gerne weiter die Inhalte, die Informationen. Wir haben Live-Medien leider noch nicht dabei. Aber wenn wir zusammenhalten, dann schaffen wir auch Live-Medien. Ja, du, ich sag mal so, die Live-Medien gehen mir relativ hinten dann vorbei. Es geht um die Reichweite. Es wäre schön, wenn ein paar Alternativmedien hier aufkreuzen würden. Ja. Es waren ja schon ein paar da. Aber wir brauchen halt Reichweite. Das ist, denke ich mal, klar. Die müssen wissen, dass wir da sind, die müssen wissen, dass wir standhaft sind und standhaft bleiben, dass wir uns nicht korrumpieren und kaufen lassen. Und ich sag mal so, für morgen, na, ich muss mal gucken, wie das in der Organisation läuft. Ich kriege im Laufe des Abends einen Laptop gestellt, teilweise. Und meine Idee wäre tatsächlich, einen kleinen Stand mit Petitionen zu machen, die wir dann bei einer gewissen Unterschriftenanzahl dort hinten überreichen. Bezüglich dieses Themas Ampelrücktritt jetzt. Und mal schauen, ob das irgendwie Anklang findet. Eine Petition habe ich tatsächlich schon am Laufen und die ist mir dieselbe Forderung. Ja, natürlich, aber ich sag mal so, es ist immer schöner, wenn die Leute zum Stand gehen, sich informieren können, mit den Leuten reden können und dann eben physisch eine Liste unterschreiben können. Das ist nochmal eine ganz, ganz andere Sache. Es ist einfach zu greifen. Es ist greifbar. Es ist einfach greifbar. Ich habe beides da. Können wir mal gleich reden? Ja, gut, dann sollten wir uns echt mal unterhalten. Das wäre echt interessant. Dass wir da unsere Kräfte bündeln, weil ich muss ja nichts Neues machen, wenn du ja eh schon was am Laufen hast. Wir können ja gerne kollaborieren. Ja. Nicht, dass wir uns dagegen natürlich ins Gehege kommen, das wäre Blödsinn. Ja. Weil wir ziehen ja alle am selben Strang. Ja. Ja, und ich sag mal so, ihr seid ja alle betroffen. Ihr da draußen seid genauso betroffen wie wir. Wenn die Sauerstoffsteuer kommt, die Mauterhöhung, ich meine, ich sag mal so, ganz, ganz viele selbstständige Lkw-Fahrer, die ihren Lkw selber gekauft haben und Auftragsarbeiten machen, können ihren Laden dicht machen, wenn die Maut so erhöht wird, wie sie erhöht werden soll. Mhm. Sind jetzt schon am Limit und haben im Grunde gar keine Möglichkeiten mehr, irgendwo Spielraum zu schaffen. Die werden unter Druck gesetzt durch die Großhändler. Und überlegt es euch. Überlegt es euch, ob ihr euch noch zum Siechtum die nächsten 2 Jahre quälen lassen wollt. Oder wenn es einfach Nägel mit Köpfen macht und hier kommt. Ja, also ich habe auch heute irgendwie am Rande mitbekommen, dass das mit Diesel Besteuerung so bleibt. Also dass da nichts zurückgenommen wurde.
Und also die machen was weiter. Ich damit sagen will, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um wirklich hier Flagge zu zeigen, also Gesicht zu zeigen, Flagge Geschlossenheit demonstrieren. Genau. Und hier bitte Martin die Möglichkeit, bitte kommt auf Straße 17. Juni. Genau. Ihr habt zwei Mahnwachen zur Auswahl, keine ist besser oder schlechter als die andere. Ja, und wenn es euch bei uns nicht menschlich passt, dann geht halt rüber. Ja. Da gibt es hier halt die Möglichkeit und ja, würde mich wirklich freuen, wenn beide Mahnwachen weiteren Zulauf erhalten. Ja, ne? Gut, ja. Damit und das auch, hier ganz groß wird. Und vor allem auch ja. Unterstützung von der Bevölkerung. Ich weiß, dass sind Sachen gelaufen, die die Berliner ihnen übel nehmen da drüben, aber seid nicht nachtragend. Ne? Seid nicht nachtragend, sie stehen im Grunde genommen auch für den guten Zweck dort. Ne? Und ja. Ich sag immer, 99,9% der Menschen sind passiv und machen gar nichts. Und genau aus dem Grund haben wir die, diese Zustände, die wir haben. Genau. Weil die Mehrheit ist einfach passiv. Ja, wichtig ist, es gibt hier keine Livestreams mehr, keine 24-Stunden-Livestreams sozusagen, weil die Leute sollen herkommen, sollen selber erleben, was hier los ist und nicht vom Fernseher sitzen und Berlin Tag und Nacht live genießen. Das ist nicht zielführend. Kommt lieber hierher, guckt euch das selber an, erlebt die Atmosphäre und zeigt Geschlossenheit und Zusammenhalt. Darauf kommt es jetzt gerade an. Denn wir müssen gemeinsam gegen das aufstehen, was uns kaputt macht. So. Also hier gibt es jeden Fall viele Grüße aus Lippstadt, Chemnitz und so weiter. Die Frage, ob ich bei YouTube bin. Genau. Genau deswegen kriege ich heute Abend noch einen Laptop für die Nase gestellt, weil ich habe gestern versucht, über mein Handy was zu erreichen, was Vernünftiges zu machen. Und das Ding schmiert ständig ab, weil es jetzt gerade am Sterben ist. Es hat den Winter hier im Zelt nicht überstanden. Absolut nicht. Sobald dann eine größere Belastung draufkommt, geht das Ding einfach aus, startet neu. Nicht, weil der Akku platt ist, sondern weil da irgendwo wahrscheinlich Feuchtigkeit reingekommen ist. Ich denke mal, da hat sich irgendwo Feuchtigkeit in die Lötstellen reingesetzt. Und ist halt so, Mädchenklo, ne? Aber ich arbeite dran. Ja. Also hier hat einer geschrieben, dass Kevin morgen vorbeikommt, ob das stimmt. Echt? Weiß ich nicht, aber hier, Kevin kommt morgen auch nochmal vorbei. Aha. Matthias, ja. Ist das hundertprozentige Information oder Behauptung? Das wäre super, wenn du da einmal nochmal schreibst, ob das sicher ist oder nicht. Der ist jetzt an der Ostsee, Kevin, ne? Knecht Martin wurde angegriffen. Ja, das wurde, stimmt tatsächlich. Er macht ein bisschen Clickbait. Da ist die Frage, was wird noch vor Ort gebraucht? Fragezeichen. Da möchte ich tatsächlich gerade keine große Aussage treffen, weil es haben sich ein paar Leute angekündigt und die haben gesagt, dass sie die Karre im Grunde genommen voll haben. Und bis sie nicht hier sind oder eben halt der Zeitraum verstrichen ist, an dem sie kommen wollten, werde ich keine Aufrufe starten. Wir haben halt hier noch genügend Zeug für die nächsten 2-3 Tage, um die Leute, die hier sind, durchzubringen, auch ein bisschen Puffer. Und wie gesagt, bevor ich nicht weiß, was hier ankommt, innerhalb der nächsten 2 Tage, werde ich keine Aufrufe starten, weil wir nichts wegwerfen wollen. Wir wollen nicht anfangen, hier irgendwie Sachen zu entsorgen, was nicht nötig wäre, weil alles vom Moment einfach da ist. Ja, ich denke, die Frage hat sich eher gerichtet, ob etwas dringend benötigt wird. Ja, dringend benötigt werden. Leute, eure Anwesenheit, kommt hoch von eurem Sofa, kommt hierher, ne, überzeugt mich selber, was hier läuft, was hier abgeht und bitte nicht reinkommen, danke! Nee, ganz schlecht. Gerade ganz, ganz schlecht. Machen wir gleich. So, dann fragt einer, gab es hier einen Polizeieinsatz gestern Abend oder ist das eine falsche Information? Das ist tatsächlich eine falsche Information, das ist es nicht. Es war eine sehr, sehr merkwürdige Situation, weil wir saßen draußen, haben gerade ein paar Würstchen auf den Grill gehauen, das war so gegen 22 Uhr. Auf einmal fährt da hinten, stellt sich an den Seitenstreifen eine Polizeiwanne. Und Leute steigen aus und ziehen sich ihre Vollmontoren und nehmen sich Helme an. Ne? Wir lassen das erstmal so, Alter, ihr wollt doch jetzt nicht 5 Leute wegprügeln, ne? Was ist denn mit euch los? Beobachtet, geguckt. Ja. Irgendwann ist einer hingegangen und gesagt, Leute, wollt ihr was von uns? Ne? Ja. Und nee, die haben sich hier für einen anderen Einsatz vorbereitet, haben sich halt hier umgezogen, weil es gerade gepasst hat. Okay. Und aber wir lassen also erstmal auf einmal legen die ihre Helme an, holen ihre Schilder und so weiter. Ja. Nee. Dann macht man sich schon Gedanken. Also sie waren gestern hier, aber nicht wegen uns und auch nicht wegen der anderen Mahnwache. Die haben sich ja einfach wegen was anderem vorbereitet. War halt natürlich wieder ein gefundenes Fressen, das Bild. Aber gegen 23.30 Uhr war dann tatsächlich nochmal ein Streifenwagen da mit 2 Polizisten, die einmal nur durchgezählt haben, die Situation vor Ort abgecheckt haben, um zu gucken, ob wir geräumt werden müssten.